Erik, habe ich heute einen Gast dabei. Willst du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Dennis. Manche kennen mich aus Die ungeschminkte Wahrheit. Genau, aus unserem Reiterflohmarkt-Vlog. Dieser geile Flohmarkt in Hamm. Der gute, da war Dennis auch mit dabei. Jedenfalls haben wir heute ein etwas anderes Video für euch. Wir haben nämlich 10 Sätze, also ich habe 10 Sätze aufgeschrieben, die wahrscheinlich jeder Reiter kennt, aber die ein Nichtreiter gar nicht versteht. Kommen wir zur ersten Sache, und zwar, wenn das Pferd vorwärts, abwärts über den Rücken gehen soll. Macht das eine Rolle? Vorwärts, abwärts, über den Rücken? Nein. Das wäre aber mal cool, oder? Er hätte was. Ein rollendes Pferd. Vorwärts, abwärts, über den Rücken. Keine Ahnung? Nee. Die Rolle ist eine gute Idee. Lassen wir so stehen. Dann die zweite Sache. Wenn der Robinho von hinten unter seinen eigenen Schwerpunkt tritt. Tut er nicht weh, wenn er sich mit den Eisen in den Bauch haut? Er soll ja auch nur unter und nicht reintreten. Also da muss ich jetzt mal den Nerd raushängen lassen. Das heißt nämlich, wenn er mit den Hinterläufen unter seinen Körperschwerpunkt tritt, das ist nämlich viel gesünder für das Pferd. Das weiß ich nämlich, weil Robinho hat das früher nie so gemacht. Ich habe heute selbst im Video noch gesagt, habe ich es gesagt, der läuft viel länger hinten und tritt unter seinen Schwerpunkt. Der läuft viel länger hinten. Ja, ist richtig. Stimmt. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Was ist eine Aufwärtsparade? Eine Aufwärtsparade, wenn er beim Springen besonders schön aufwärts geht. So. Nee, das ist ja schon zu weit. Es geht ja um aufwärts. Aufwärts. Ach so. Nicht? Aber es ist auch ein geiles. Es kommt übrigens aus der Dressur und nicht aus dem Springen. So, die nächste Sache ist, was bedeutet es, wenn das Pferd locker in der Ganasche ist? Ja, wenn die nicht zu fest geschnürt ist. Ganasche, nicht Gamasche. Ach so. Also Ganasche und nicht Gamasche. Mit nicht mit Ihr habt auch das M verstanden, oder? Ich glaube, das Pferd locker in der Gamasche ist, ist die Gamasche locker zu groß. In der Ganasche, das ist bestimmt irgendeine Stelle des Körpers. Wo es locker sein muss, wenn er läuft. Hast du eine ungefähre Vorstellung, an welchem Teil des Körpers dieser Teil des Körpers ist? Also die machen beim Galopp ja immer so. Also Kopf hoch, Kopf runter, flex locker, immer Wackeldackel. Locker, ja, immer locker in der Ganasche, die irgendwo hier so sitzt. Ein Headbanger muss auch locker in der Ganasche sein vielleicht. Also ist Robinho eigentlich ein Headbanger und hat immer so ein bisschen so Musik in den Ohren beim Laufen. Könnte aber auch eine Zwangsneurose sein. Ja, guten Tag, guten Tag. Ja, okay. Ich bin für den Headbanger. Finde ich gut. So, und wie oft sage ich zu dir, wenn ich von der Reitschule nach Hause komme, er hat mich sitzen lassen. Was meine ich damit? Wurde ich versetzt von meinem eigenen Tier? Vielleicht hat der Reitlehrer dich sitzen lassen. Aber es geht ja darum, dass mein Pferd mich sitzen lassen hat. Er hat mich sitzen lassen. Lässt er dich nicht immer sitzen? Weil er schmeißt dich ja nicht runter jedes Mal. Ja, mit Schmeißen ist das schon gar nicht schlecht. Das hat doch bestimmt was mit diesem Aussitzen zu tun. Ja! Ne? Ja! Hey, ja, vielleicht hat es mal geklappt, weil er ist ja sonst nämlich ziemlich schwer zu aussitzen. Das weiß ich ja auch. Zu aussitzen oder auszusitzen? Zu auszusitzen. Sollen wir ein Hackslash? Genau, da möchte ich bitte ein Hackslash. Ein Hackslash
zu auszusitzen. Einführen. Aufrufen. Aufrufen. Wir rufen den Hackslash auszusitzen auf. Ja, ein Hackslash cool. Ist nämlich dieses Hashtag. Eigentlich mal der Hashtag, aber er kann es einfach nicht aussprechen. Ich werde kurz weitermachen und zwar bleiben wir bei dem Thema Aussitzen. Und das ist, ja, was bedeutet das, wenn man locker in der Hüfte bleiben soll beim Aussitzen? Ja. Immer locker, immer locker. Locker in der Hüfte, das hat jeder Tänzer, oder nicht? Wusste ich nicht, also dass Reiter das auch brauchen. In gewisser Weise ist das ja auch ein Tanz mit dem Pferd, oder nicht? Das ist aber schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Das hast du auch gut erklärt. Dann machen wir direkt das nächste, und zwar, was bedeutet es, wenn Robinho im Galopp durchspringen soll? Ja, vielleicht, dass er zwischendurch mal wie so ein Reh so mit allen Vieren gleichzeitig abhebt oder so. Kennt man ja, wenn so ein Reh so... Wird kacke aussehen, aber kann man ja mal machen. Vielleicht gibt's da irgendwie... Schatz. Extra Punkte in der B-Note oder so. Du hast Beine wie ein Reh. Nicht so lang, aber so behaart. Viel mit zu dem Reh gerade. Ja, grazil wie eine Gazelle oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Das passt gut zu dem Tanz von vorhin. Gut, jedenfalls. Was denn? Immer locker, immer locker. Ja, das ist gut. Vielleicht solltest du auch anfangen zu reiten. Locker in der Hüfte bist du ja schon mal. Nee. Gut, dann kommen wir zum achten Satz. Und zwar freue ich mich ja immer, wenn Robin so ein schönes weißes Maul hat und dann sage ich immer, oh, er hat heute richtig schön gekaut. Ja. Mal unter uns, wenn ich ein Kaugummi nehme, dann kau ich auch. Vielleicht. Du weißt schon, dass das Gebiss nicht aus Kaugummi-Material ist. Ja, aber der kaut ja trotzdem. Würdest du auch auf, was hat denn der, Aurigan kauen? Kannst ja mal versuchen. Nein, nee, nicht. Finde ich persönlich jetzt nicht so pralle, aber vielleicht mögen Pferde das. Hat das denn irgendwas zu bedeuten, wenn die kauen? Haben die denn Hunger? Ja, nee, das glaube ich nicht. Wohl, Pferde haben immer Hunger, aber... kaut halt. Richtig geil heute. Oder er hat keinen Bock so. Oder vielleicht kriegt er doch zu wenig zu fressen. Oh, der arme Kleine. Das arme kleine Pferdebaby. Ja. Arme kleine. Okay. Dann nehmen wir jetzt noch den vorletzten Satz. Und zwar, was stellst du dir darunter vor, wenn mir der Reitlehrer sagt, jetzt lässt er den Hals richtig schön fallen? Ja, wie ich eben schon sagte. Also hat der Halsfallen auch was mit Headbang zu tun? Ja, und der Garnasche, die nämlich hier hinten irgendwo sitzt. Okay. Ja. Oder er macht ihn ja immer so rum. So. Schön. Ja, hat eher was mit dem Vorwärts-Abwärts über den Rücken zu tun. Stimmt. Okay, dann das letzte. Jetzt verwirft er sich nach links oder rechts. Schlecht, wenn du drauf sitzt, ne? Oder... ist dann wie gibt's da auch so wie beim Kajakfahren die Eskimo-Rolle. Das, das war das vorwärts, abwärts über den Rücken. Oder das ist so, ja, er läuft vorwärts und er tritt mal nach links. Halt, bleibt nicht auf der Linie, er ist nicht in Reihe und Glied. Oder so, was weiß ich. Ja, gar nicht schlecht. War das zu einfach? Du hast gar nicht so gezweifelt. Woran jetzt gezweifelt? Ja, du hast viele Sachen sehr gut beantwortet. Ich höre ja auch zu, wenn man mir was erzählt. Ne? Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine
etwas persönlichere Frage. Und zwar, wie würdest du den Robinho mit 3 Worten beschreiben? Mit 3 Worten? Ja. Verfressen, was Leckerlis und sowas angeht, durchgeknallt und er fühlt sich wie der Hengst im Stall, weil er ein Wallach ist. Wortspiel nicht verstanden, Vogel. Ja, ich weiß, dass der ein Wallach ist, darum... Verstehe ich nicht. Er ist kein Hengst mehr, fühlt sich wie der Hengst. Ach so, ist er angekommen, ja. Oh, 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 ja, super. Super. Ja. Danke für deine tatkräftige Unterstützung heute. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, oder hoffe ich jedenfalls, dass euch das Video gefallen hat und dass der Dennis jetzt öfter mal dabei ist und wir irgendwie lustige Videos drehen können. Und ja, wenn ihr auch Sätze habt, die ihr vielleicht sagt, die eure Freunde, Familie, Bekannten nicht verstehen, weil sie einfach keine Reiter sind, dann schickt sie mir doch einfach irgendwie bei Facebook, unter dem Video, bei Snapchat, irgendwo. Und dann werde ich die dem Dennis auch nochmal alle stellen. Ansonsten sage ich erstmal bis zum nächsten Video. Ciao.